Er ist ja tot. Wie kann man dann am Leben lang sagen? Hallo? Ein Häuschen, ein Häufchen. Asche. Ein Aschehäufchen wollte ich sagen. Eselchen flink. Nein, er ist kein Loser. Er wird seine gerechte Strafe bekommen und draußen im Garten begraben. Er hat sein Schicksal angenommen und ist abgedampft. Ey, lass mich dann runter, du Pfeife. Er wird hier begraben. Ihr liegt begraben, ihr liegt verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Hintern bammelt. Grabschrift einmeißeln, trauern. Schlafen bist vollkommen ausgeruht, du brauchst nicht schlafen. Du musst sowieso morgen wieder auf die Arbeit, da brauchst du nicht schlafen, da kannst du noch ein bisschen aufbleiben. So ein bisschen jedenfalls, so ein kleines bisschen. So, das können wir ausschalten. Status, inaktiv und versteckt, scharf und sichtbar, scharf und versteckt, immer scharf und versteckt. Status scharf und versteckt. Oh, guck, schau, ein Aschehäufchen. Wieselchen flink. Das Zeug lässt sich so scheiße schwer bewegen. Mal gucken, ob der Vogel hier... Aufräumen. Laune zu schlecht. Das interessiert mich doch nicht. Deine Laune ist zu schlecht. Oh, das tut mir aber leid. Du hast die Natur, von der Natur geplagt. Sims, die frische Luft nicht ausstehen können, halten sich am besten möglichst selten draußen auf. Weil Sim draußen ist, minus 20 Laune. Dazu kommt noch das Ableben eines geliebten Sims. Und er ist sehr hungrig. Nagender Hunger ist kein schönes Gefühl. Gewöhn dich daran. Du wirst nichts mehr zu fressen kriegen. Scheiß Arche, Fuzzi, du. Ich lass dich eingehen. Hab ich kein Problem damit. Ich hab für vieles Verständnis und bin tolerant. Aber... für solchen Leuten... nö. Da hab ich kein Verständnis. Vor allem sieht er aus wie so ein Drecksack. Gut, wen werden wir denn noch los? Wen können wir denn noch loswerden? Der Sören, der stört mich. Der sieht aus wie eine Schwuchtel. Mal ganz ehrlich, der sieht auch so schon aus wie eine Schwuchtel. Ja. Richtig, passt schon. Mir fällt gerade ein, unser Haushalt ist ein bisschen leer. Könnten wir vielleicht ein bisschen was tun, oder? Nee, lass mal erst mal, warten wir erst mal, bis ein paar abgenippelt sind. So zwei Leute werde ich mir noch vornehmen. Der Zündelmeister zum Beispiel, was arbeitet der eigentlich? Er ist Voltopfer, selbstständig, macht aber keinen Streich, etwas zu verdienen. Ja, wie man gerade sieht, eine faule Drecksau vor dem Herrn, kann man sagen. Also, die Felsenassel, die arbeitet, der ist Fan, der verdient, was kriegt denn der eigentlich? 21 Simoleons die Stunde. Von 15 bis 21 Uhr. Gerade mal 7 Stunden arbeitet er, ey. 40 Simoleons die Stunde alt. Spitzel. Startet in 8 Stunden. Naja. Er kriegt 200 die Woche. Und arbeitet von 9 bis 19 Uhr. Und der ist arbeitslos. Und der möchte trauern. Den könnten wir eigentlich mal eine Runde schwimmen lassen. Wie ist denn das eigentlich? Ach, oh, Geliebter. Was? Achso. Nachdem du eh hier Ding bist, pass mal auf. Kotrat. Wo habe ich den denn eigentlich? Kotrat ist. Da drüben liegt er, glaube ich. Da ist er. Aufwecken. Er ist doch Geliebter.
Ein Freund. Du hast mal aufzuschlafen? Ja. Aber um Verabredung bitten, romantisch, umarmen, verliebt umarmen. Mal gucken, was das wird. Nein, nicht doch. Also gut, dann eben freundlich aufmuntern. Ghana. Wim Tija? Na komm, mein Kleiner, na komm. Lass den Kopf nicht hängen. Du bist der Nächste, der stirbt. Aufmuntern. Ah ne, das hat man ja gerade. Gemein, lass dich. Freundlich an Schulter ausfallen, in Erinnerung schwelgen, freundschaftlich umarmen. Ihr wird nicht Teller genommen. Außerdem, was ist denn das? Vergammelt. Romantisch, freundlich, Geheimnis verraten. Ne, gut. Hey, schau, ich bin schwul. Weiß ich doch. Oh, schmeckt doch nicht, echt? Warum gibt es nicht mehr Speisen, die man mit Finger essen kann? Dann müsste man nicht ständig abwaschen. Okay, alles klar. Fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Es ruckelt gerade ein bisschen. Freundlich, da ist gerade was in die Hose gegangen. Nach Tag fragen. Freundlich, plaudern. Freundlich, plaudern. Nein. Wo rennt der Idiot jetzt bitte schön hin? Lass dir das andere nochmal einfallen, ey, Freundchen. Freundliche Tratschen. Kotrat hat einen schlechten Tag. Ach nee, was? Geschichte erzählen. Die Geschichte vom bösen Wolf und der Arche Internet. Aufmuntern, an Schulter ausweinen. Sören ist ein Hitzkopf und regt sich schnell auf, schneller als andere Sims. Wieselchen Flick hat ins Gras gebissen. Ist das nicht traurig? Nein, es ist eine gute Nachricht, das freut mich. Am Hotspot, das rote Rendezvous, fliegt heute Nacht die Kuh. Wir haben einen Flughafen? Ich habe gar nicht gewusst, dass wir einen Flughafen haben. Guck, schau. Ein Wassertürm. Ey, Alter, du stellst mir da einen fretten Arsch in meinem, in der Tür. Freundlich. Dramatische Geschichte. Geheimnis voran. Geistergeschichte. Geschenk geben. Hotdogs. Freundlich. Tiefgründige Unterhaltung. Freundlich. Trösten. Finde das verdorbene Essen ist in dem Inventar absolut widerlich. Das ist schön. Hab vielen Dank für die vergammelte Forelle. Ach, das ist ein Hotdog. Muss man ja auch anders sagen. Weiß ich ja nicht. Bewundern. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bewundern und Aufwundern, bewundern, dramatische Geschichte, in Erinnerung schwelgen, Liebesleben. Weißt du noch, wie wir früher zusammen, kleine... Lass mal lieber. Da waren wir noch richtige Pfaffen. Unredliche. Böse. In Erinnerung schwelgen. Schule, in der Schule haben wir weitergemacht damit, in unseren perversen Ferkeleien. Man hat uns nie erwischt. Gut. Freundlich. In Erinnerung schwelgen. Die gute alte Zeit. Von hinten im Stehen. Naja. Die Fahrgemeinschaft für HW fährt in etwa einer Stunde. Das ist doch schön. Freundlich. Freundschaftlich umarmen, machen wir nochmal kurz. Dann machen wir romantisch. Schüchterner Kuss. Ach komm her, lass dich umarmen, Drecksau. Fass mir ans Gehänge. Nein! Romantisch Händchen halten.
Bugler vor. Hey, ich bin dein Freund. Freundlich. All dein Maul. Mein Gott, du Arschloch, du Blödes, geh halt daher. Blödes, an dem Ding vorbeizulaufen, kann ich doch nichts dafür, du Vollidiot. Romantisch, fetter Witz. Du bist schuld, dass ich in die Hose gepisst hab. Meine Hose ist ganz nass. Bettmesser. Kann ich doch nichts dafür. Nein. Romantisch, verliebt umarmen. Probier mal nochmal verliebt umarmen. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, Ossi, nein! Ossi, lustig! Kein Massen schneiden. Lustig! Insiderwitz. Um Verabredung. Freundlich. Geheimnis verraten. Romantisch. Kompliment über Aussehen machen. Kompliment über. Über. Kompliment? Kompliment? Verstula. Ups. Küssen. Halt. Nein. Krasso. Also gut, daneben freundlich tratschen. Freundlich plaudern. Nein. Wusstest du, dass Sepp Alvin Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich aber auch wirklich nie gedacht. In Erinnerung schwelgen, Kindheit. Wusstest du noch, als wir als kleinen Buben oben in der Scheune hier uns einen von der und wir dann den Arsch voll bekommen haben. Wie jetzt? Erinnern? Hallo? Hier wird nicht zur Arbeit gefahren, du Sch. Geht's los, ey. Romantisch, nein. Freundlich. Plaudern, nein, wir bezahlen keine Rechnungen. Und Kotrat muss zur Arbeit, das ist mir wurscht. Mein Lieblingsspeise ist Froschenkel. An Schulter ausweilen, in Erinnerung schwelgen, Schule, Musik. Oh, ich habe gerne Flöte früher gespielt. So richtige Flöte, so mit allem drum und dran. Wann kommt denn jetzt eigentlich, findet, dass Sören okay ist? Lustige Geschichte. Gemein, um Verabredung bitten. Freundlich. An Schulter ausweihen, fragen, ob sie gut geschlafen hat. Nee, gar ganz beschissen. Hitzkopf, bindungsphobisch. Sich trennen, bist du wahnsinnig? Romantisch. Schüchterner Kost. Probieren wir jetzt einfach mal. Es muss doch mal möglich sein, dass die beiden Pfeifen sich hier mal zum Kuss geben. Um Verabredung bitten? Hallo? Ich würde ja gern mit dir abhängen. Wir können schwimmen gehen oder im Whirlpool baden. Wir haben keinen Whirlpool, du Arsch. Ich hab's nicht abgebrochen. Schüchterner Kuss. Komm, küss ihn. Nein, das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn das für eine Pfeife hier? An Schulter ausweinen. Freundlich, Geheimnis verraten, freundschaftlich umarmen. Mindestens das funktioniert ja. Das kann aber nicht wahr sein hier. Aufmuntern, dramatische Geschichte erzählen. Freundlich plaudern, freundlich tratschen. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich würde in einem Haus leben, das auf dem Kopf steht. Wenn man nach oben ging, landete man im Keller. Und wenn man nach unten ging, war man im ersten Stock. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Solltest du ein Buch rüberschreiben, sie verfilmen, vielleicht wirst du in die Irrenanstalt gesteckt. Irgendwann. Freundlich, in Erinnerung schwelgen, trösten. Für freundlich verhalten. Er hält ihn für freundlich. Romantisch. Blumenköppen.
Perfekt, das Violett für 40. Die kosten übrigens alle 40. Chana haben wir wieder, Roseo. Was? Roseo. Und Volkert. Das sind Vögel. Film gucken, klein Porno, ha? Wir haben keine Pornos in der Stadt. Wir sind eine redliche Stadt. Wir golden so etwas nicht. Ihr Perversen. Wusstest du, dass Nette daran Unmengen von Geld hat? Das hätte ich nie gedacht. Ach, danke, Liebster. Komm, lass uns in die Ecke gehen. Schüchterner Kuss. Für Kokett? Nein, das gibt's nicht. Wie wär's mit Flirten? Oh, guck, schau, zwei herzlich. Oh, wie niedlich. Wie süß, gemein, romantisch Händchen halten. Nein, ich möchte nicht mit dir Händchen halten. Ich möchte nicht mit dir gesehen werden. Das ist ja peinlich. Schüchterner Kuss. Nein! Freundlich, du Arschlappen. Über Feuer reden. Von neuen Hausschwärmen war der Kart. Von neuen Hausschwärmen. Romantisch. Koketter Witz. Er hält ihn für okay. Gerade war es noch kokett. Okay, ist in Ordnung. Verliebt umarmen, Blumen geben, flirten, Händchen halten. Komplimente über Aussehen machen. Ich wiederhole mich, ich weiß. Das ist das Schöne. Was haben wir denn noch? Lustig, Insiderwitz. Lustig, Grimassen. Nee, lustige Geschichte. Lustig, Grimassen schneiden. Lustig, lustig. Freundschaftlich umarmen. Ich weiß. In Erinnerung schweigen. Nee, kann man nicht leben. Feuer. Verlegenheit ausdrücken. Verjung. Dweepo Hallen Jogawa. Chanel. Hey, Vogel, wohin des Weges? Hotdog essen, bist du wahnsinnig? Bitte Verabredung zu beenden. Nein, bist du wahnsinnig? Aufmuntern. An Schulter ausweinen. Hey. An Schulter ausweinen. Ja, machen die so? Wie machen die so, hä? Klar. Tonk. Hast du Nano? Bist du romantisch. Schüchterner Kuss, jetzt probieren wir es nochmal. Er hält ihn für gesellig. Was geht ab, ey? Nein! Das ist doch... Sag mal, was bist du für eine... Kompliment machen. Für eine Arschkrampe. Ja, ne? Mann, das wird doch mal möglich sein. Händchen halten, romantisch flirten, romantisch koketter Witz, romantisch ficken, romantisch bück dich, du Sau. Verliebt umarmen, romantisch Blumen geben, Blumen für Gelb. Du weißt doch, wie es die Blumen und Bienen machen, oder? Ossi. Mir steigt aber. Ossi, Ostbahn, oder was? Sören ist okay. Spezial. Ach nee, spezieller Sitzkopf. Um Verabredung beenden. Hallo? Freundlich, Geschenk geben. Du hast keine Geschenke in deinem Inventar. Geschichte erzählen. Vom bösen Wolf, der von den 7 Geißlein vergewaltigt wird. Freundschaftlich umarmen. Schon wieder. Ich doch. Fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Freundlich aufmuntern. In Erinnerungen schwelgen, machen wir nochmal. Kindheit. Weißt du noch, wie wir als Kinder Sadomaso gespielt haben? Schlampe und Mutter. Freundlich plaudern. Freundlich tratschen. Freundlich trösten. Oder vielleicht Geheimnis verraten. Ich bin Twitter, ich habe 2 Sachen gleichzeitig. Falls Habi seine Arbeitseinstellung nicht bald ändert, wird das schlimme Folgen für ihn haben. Und? Ach, der gammelt immer noch draußen rum. Ja, der gammelt immer noch draußen rum.
Aber sollen wir denn sagen? Innern, plaudern, tratschen, Geheimnis verraten. Er hält ihn immer noch für gesellig. Sag mal, was geht ab, ey? Ich hab nicht ewig Zeit für euch Loser. Also, wenn dir was passiert gleich, was soll ich.